Eine schillernde Blüte der 60er. Der BMW 1600 GT ist eine Ausnahmeerscheinung und verkörpert bis heute Leichtigkeit und Eleganz. Obwohl das Auto ja eigentlich ein Adoptivkind ist für BMW, ist er doch typisch BMW in den Fahreigenschaften, denn er ist sportlich, er ist schnell, er fährt sich leicht, also er vermittelt schon die Freude am Fahren. Der Geburtsort des Wagens, die Glas GmbH im bayerischen Dingolfing. Dort wurde seit 1955, dem Eintritt des Unternehmens in die Automobilbranche, das berühmte und erfolgreiche Goggomobil hergestellt. Wegen geschäftlicher Schwierigkeiten wurde Glas 1966 von BMW übernommen. Eines der wenigen Vermächtnisse, der 1600 GT, der zu dieser Zeit noch 1300 GT hieß. Autor Walter Zeichner ist ein Insider der Oldtimer-Szene. Er weiß alles über Fahrzeugtypen der 60er Jahre und daher auch über die Qualität des BMW Adoptivkinds. Das Faszinierende ist eigentlich die Leichtigkeit der Karosserie, typisch italienisch. Es hat sehr große Fensterflächen, es ist auch im Innenraum sehr schön gestylt. Das Armaturenbrett hat ganz viele Anzeigeinstrumente, das ist alles in Schwarz. Also sehr sportlich und sehr dynamisch in seiner Erscheinung. Untypisch ist, dass die Linie vom BMW damals in den 60er Jahren viel puristischer war. Viel geradliniger, viel kantiger. Der 1600 GT ist eher rundlich, eher weiche Linien. BMW-Ingenieure statteten den Wagen mit einem schnelleren 105 PS Motor und einem neuen Getriebe aus. Dazu kommen runde Rücklichter, die BMW-Niere und eine modernere Achse. Ursprünglich hatte der Wagen als Glas ja eine Starrachse, eine hintere, was eine alte Konstruktion ist. BMW hat die moderne Schräglenker-Hinterachse eingebaut. Das sorgt für bessere Fahreigenschaften. Das Auto liegt einfach im Ganzen besser. Höchstgeschwindigkeit 190 km/h. Der Klassiker ist sehr selten. Insgesamt wurden nur 1255 Stück gebaut. Sein Geburtsort in Dingolfing ist heute eines der wichtigsten BMW-Werke. Er war damals und ist heute ein Exote für BMW. Er verkörpert eher italienisches Design und steht vielleicht eher für den Expansionsgedanken von BMW in den 60er Jahren.